Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie die Navigation in SAP S/4HANA 2020 funktioniert. Sie werden sehen, was so die wichtigsten Features der neuen Fiori-Oberfläche sind, wie diese Features Sie unterstützen können, schnell in dem SAP-System zu navigieren, und wir werden ein paar Eigenschaften von Applikationen uns anschauen, die Sie typischerweise bei der Arbeit mit dem SAP S/4HANA-System verwenden werden. Also, lassen Sie uns starten. Der Zugriff auf das SAP S/4HANA-System erfolgt nicht mehr wie früher über eine spezielle Anwendung, die SAP GUI, sondern einfach über den Webbrowser. Die URL für den Zugang zu dem S/4HANA-System haben Sie entweder, wenn Sie mal eine Vorlesung besuchen von mir, oder wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, von einem Ihrer Administratoren bekommen. Wenn Sie diese Webseite aufrufen, müssen Sie sich natürlich, wie das so üblich ist, einloggen. Ich verwende jetzt hier einen Benutzer, der nennt sich Teach. Das ist der Benutzer, den ich verwende, um die Vorlesungen durchzuführen. Sprache stellen wir auf Deutsch. Und Sie sehen, es gibt hier auch wieder den Mandanten. In diesem Feld ist der Mandant. In meinem Beispielsystem ist das 202. Das hängt eben von Ihrem System ab, welche Mandantennummer hier zu verwenden ist. Was der technische und auch der fachliche Hintergrund des Mandanten in SAP S/4HANA ist, werde ich Ihnen in einem anderen Video erläutern. Nach der Anmeldung in dem SAP S/4HANA-System sollten Sie eine Oberfläche sehen, die ungefähr so aussieht wie das, was Sie jetzt hier bei mir erkennen. Wir befinden uns hier auf der Startseite, ja, das ist die Einstiegsseite, die für meinen Benutzer definiert ist. Sie sehen jetzt hier verschiedene Bereiche. Zum einen gibt es hier so eine Menüleiste, ja, die verschiedene Icons enthält, auf die werden wir gleich noch eingehen. Es gibt hier eine Navigationsleiste, mit der wir zu verschiedenen Bereichen im Fiori Launchpad, so nennt sich diese Oberfläche, navigieren können. Und wir sehen hier verschiedene Anwendungen, die im Fiori Launchpad entweder als Kacheln oder aber auch als Links dargestellt sein können. Die Version des Fiori Launchpads, das Sie in diesem S/4HANA-System 2020 sehen, ist die Version 3.0. Die hat noch ein paar weitere Features, die wir hier nicht ausgeprägt haben. Aber das soll uns jetzt an der Stelle nicht weiter stören. Bevor wir uns jetzt mit weiteren Details beschäftigen, wie ich mit den Fiori-Anwendungen arbeite, schauen wir uns als erstes diesen oberen Bereich hier an. In diesem Bereich gibt es drei Icons. Zum einen eine Lupe, dann so ein Fragezeichen und den Kreis, der TT enthält. Das ist das Kürzel meines Benutzers. Schauen wir uns zuerst den Hilfe-Icon an. Wenn wir da draufklicken, sehen Sie, dass sich die Oberfläche etwas verändert. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Anwendung. Die nennt sich Enable Now. Die ist auch nicht standardmäßig in S/4HANA verfügbar, aber in diesem Schulungssystem, das ich verwende, ist sie vorhanden. Und was diese Hilfe macht, die ist abhängig von der aktuellen Darstellung in der Oberfläche. Das sieht man zum Beispiel an diesen blauen Rändern. Ich kann nämlich jetzt so einen dieser Ränder markieren, ja, und bekomme dann zusätzliche Informationen. Zum Beispiel, dass es sich hierbei um die Gruppenauswahlleiste handelt oder dass ich hier eine Suche durchführen kann, was wir uns gleich noch anschauen werden. Ich kann das auch andersrum machen. Ich kann hier einzelne Bereiche in der Hilfe anklicken und bekomme dann einen Hinweis, wo die sich befinden auf der Oberfläche und detaillierte Informationen dazu. Unter diesem Knopf Lerninhalte gibt es jetzt außerdem noch weitere Lerninhalte, die ich mir angucken kann. Ich könnte mir hier zum Beispiel so ein Online-Training angucken, wie man mit verschiedenen Apps arbeitet. Das werden wir aber jetzt nicht tun. Stattdessen möchte ich Sie noch auf diesen Punkt hinweisen. Das sind geführte Touren. Diese geführten Touren können verwendet werden, um direkt in der Anwendung eine Schulung sozusagen durchzuführen. Die geführte Tour, die wir haben,
bezieht sich insbesondere auf die Navigation und das Arbeiten mit Fiori und dem Fiori Launchpad. Wenn Sie bei mir die Vorlesung aktuell besuchen, dann sollten Sie diese geführten Touren von 3 bis 7 einmal durchspielen. Dann bekommen Sie auch nochmal ein sehr gutes Gefühl davon, wie man mit der Anwendung arbeitet. So viel erstmal zur Hilfe. Diesen Hilfebereich schließe ich jetzt. Es gibt außerdem noch die Suche, die hier mit dieser Lupe gekennzeichnet ist. Auf die werden wir später nochmal im Detail eingehen, nachdem wir uns die grundlegenden Eigenschaften des Fiori Launchpads angeguckt haben. Und dann gibt es hier noch diesen persönlichen Bereich. Da bekomme ich Infos darüber, was mein Benutzername ist. Ich kann mir zum Beispiel meine häufig verwendeten Anwendungen anzeigen lassen. Oder ich kann hier, und das ist eigentlich das Spannende, was ich Ihnen als nächstes zeigen will, meine Startseite, meine Oberfläche bearbeiten und personalisieren. Schauen wir uns zuerst die Personalisierungseinstellungen an. Die finden wir hier unter Einstellungen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich ein anderes Layout mir einstelle oder dass ich die Sprache festlege oder für bestimmte Anwendungen Standardwerte hinterlege. Zum Beispiel habe ich das an dieser Stelle hier gemacht. Hier ist als Standardkostenrechnungskreis für meinen Anwender NA00 hinterlegt. Über den Bereich Startseite bearbeiten kann ich jetzt mein Fiori Launchpad, also die Startseite, die wir hier sehen, individualisieren. Und das geht auf verschiedenen Wegen. Ich zeige Ihnen jetzt als erstes mal den einfachsten Weg. Sie können jede dieser Kacheln, die Sie hier sehen, beliebig bewegen. Ich kann die einfach nehmen und mit Drag and Drop verschieben und ich kann die zum Beispiel auch ganz nach oben bringen, wenn ich zum Beispiel die immer direkt im Zugriff haben will. Welche dieser Kacheln verwende ich denn jetzt mal? Nehmen wir mal dieses Material ändern und das ziehe ich mir jetzt in meine Startleiste. Wenn ich mich jetzt das nächste Mal anmelde, werde ich diese Kachel Material ändern immer hier oben sehen. Ich kann die natürlich auch wieder zurückbewegen und dann ist sie wieder auf ihrem ursprünglichen Platz. Ja, die verschiedenen Gruppen, die wir hier sehen, ich bin jetzt gerade zu dem Bereich Navigation navigiert, die sind erstmal vorgegeben durch die Implementierung des Systems. Aber auch die können wir anpassen. Das zeige ich Ihnen jetzt auch einmal. Dazu gehen wir hier auf die Startseite bearbeiten. Sie sehen, das UI ändert sich etwas. Und ich kann mir jetzt an dieser Stelle, wo ich das gerne möchte, zum Beispiel eine eigene Gruppe definieren. Ja. Und das machen wir jetzt. Ich füge hier eine Gruppe hinzu. Die nenne ich Demo Fiori Launchpad, FLP. Und wenn ich das jetzt schließe, sehen Sie hier, ich habe eine neue Gruppe. Diese neue Gruppe besticht jetzt noch durch Schlichtheit. Hier fehlen wieder Kacheln, die ich jetzt hinzufügen kann. Das kann ich natürlich wieder tun, sei es durch Drag and Drop. Ich habe jetzt einfach mal diese Kachel hier verschoben. Oder ich kann das über den Weg tun, dass ich zusätzliche Anwendungen oder Kacheln hinzufüge. Und den zeige ich Ihnen jetzt. Dazu benötigen wir den App-Finder. Wir klicken auf den App-Finder. Und im App-Finder gibt es die Liste aller mir zur Verfügung stehenden Anwendungen. Welche Anwendungen Sie hier sehen, hängt von der Implementierung des Systems ab. Welche Anwendungen Sie hier sehen, das hängt von Ihrer Rolle, Ihren Berechtigungen und der Implementierung des Systems ab. Und ich kann mir jetzt die Anwendungen suchen, die ich benötige und die ich gern meiner neuen Gruppe hinzufügen möchte. Ich weiß, dass wir später uns noch Geschäftspartner anschauen werden. Von daher suche ich hier einfach mal nach Geschäft und dann bekomme ich alle möglichen Kacheln, die irgendwas mit Geschäftspartner zu tun haben. Was Sie hier sehen, ist, dass verschiedene dieser Kacheln schon im aktuellen Ausprägung meines Launchpads verfügbar sind. Das erkennen Sie daran, dass dieser Icon dunkel gefärbt ist. Wenn dieser Icon, diese Pinnnadel hell gefärbt ist, dann ist diese Anwendung aktuell noch nicht in meinem Fiori Launchpad verfügbar. Ich möchte jetzt diese Kachel Geschäftspartner Stammdaten verwalten in den gerade neu angelegten Bereich bringen. Deshalb klicke ich hier nochmal auf das Pin und sage, die soll jetzt in meinem Bereich Demo Fiori Launchpad verfügbar sein. Wenn ich das Ganze jetzt schließe und wieder auf diesen Icon klicke,
komme ich zurück. Und wir sehen jetzt in meinem Bereich hier, gibt es jetzt diese neue Kachel Geschäftspartner Stammdaten verwalten. Was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, war eine Möglichkeit, die Startseite anzupassen. Ich zeige Ihnen jetzt noch einen zweiten Weg. Der funktioniert auch wieder über diesen Link Startseite bearbeiten. Und ich kann jetzt nicht kommend vom App Finder, sondern kommend von dem Bereich, in dem ich mich hier befinde, sagen, ich hätte gern hier eine neue App. Die klicken wir an und jetzt kann ich mir eine entsprechende App hier aussuchen. Ich suche mir jetzt die App zum Kundenaufträge zu verwalten und auch die kann ich jetzt meiner Homepage hinzufügen. Sie sehen, ich muss jetzt nicht die Gruppe auswählen, weil ich von der Gruppe gekommen bin und damit klar ist, wohin diese App hinzugefügt wird. Wenn wir jetzt wieder auf den Startbildschirm gehen, sehen Sie auch, dass wir jetzt hier diese neue App haben, die ich gerade hinzugefügt habe. Und den letzten Schritt der Personalisierung, den möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Apps als Links darzustellen. Ja, wenn Sie vielleicht eine App haben, die Sie nicht häufig verwenden, die deshalb nicht so viel Platz einnehmen soll, könnten wir das auch als Link hinterlegen. Ich nehme jetzt mal diese Kundenaufträge verwalten und wandle diese in einen Link um. Ja, und dann sehen Sie, diese App ist jetzt hier nach unten gesprungen und ist jetzt nicht mehr als Kachel, sondern einfach als Link dargestellt. Schließen wir das Ganze und dann sehen Sie jetzt, wie unser neues Filori Launchpad jetzt aussieht. Wir haben hier einen Bereich, der enthält zwei Kacheln und einen Link, die ich jetzt verwenden kann, um zu Anwendungen zu navigieren. Bisher haben wir uns jetzt rein technisch angeguckt, wie diese Fiori-Oberfläche funktioniert. Im nächsten Schritt werden wir uns jetzt verschiedene Arten von Anwendungen anschauen. Wir werden nicht im Detail analysieren, was deren fachlicher Hintergrund ist, sondern einfach diese Anwendungen aus Sicht der Arbeit mit dem SAP S/4HANA-System uns anschauen und ich werde Ihnen die verschiedenen Features zeigen, die Sie in diesen Anwendungen haben. Prinzipiell gibt es in dem Fiori Launchpad in S/4HANA vier Arten von Applikationen. Es gibt transaktionale Applikationen, die verwendet werden, um irgendeinen Vorgang zu erfassen oder zu bearbeiten, zum Beispiel einen Geschäftspartner anzulegen oder einen Wareneingang zu buchen. Es gibt die sogenannten Factsheets, Factsheet-Applikationen, die kann ich verwenden, um die Daten zum Beispiel zu einem Geschäftspartner oder zu einem Verkaufsprozess mir anzuschauen. Dann gibt es die analytischen Applikationen. Die analytischen Applikationen sind dafür da, um ja, eine Analyse im weitesten Sinne durchzuführen. Da gibt es ein ganz breites Spektrum, angefangen von analytischen Applikationen, die mir einen Überblick bieten über ja, einen bestimmten Prozessbereich, bis hin zu Applikationen, die Vorhersagen treffen, indem die Vergangenheit angeschaut wird und dann eben Projektionen auf die Zukunft gemacht werden. Und der letzte Bereich sind sogenannte Overview Pages. Das sind eigentlich keine eigenen Applikationen, sondern das ist eine Applikation, die dann verschiedene andere ja, Applikationen, Kacheln zusammenfügt, um mir einen Überblick über einen bestimmten Prozessbereich zu geben. Diese vier Applikationstypen werden wir uns jetzt anschauen. Fangen wir als erstes mit der transaktionalen App an. Dazu gehe ich hier in diese Gruppe Navigation und suche mir so eine transaktionale App heraus. Und die transaktionale App, die ich verwenden werde, ist das Verwalten von Kundenaufträgen. Ich klicke die mal an und bekomme ich jetzt hier so eine Sicht. Das ist so eine typische Sicht für transaktionale Apps in SAP Fiori. Wir sehen hier, ich habe eine Reihe von Auswahlfeldern, die ich verwenden kann, um nach Vorgängen zu suchen, nach Belegen. Ja, es gibt hier einen Startbutton, mit dem ich die Stufe durchführen kann. Und es gibt hier so im Bereich eine Ergebnisliste, die ich mir dann gleich anschauen kann. Da werden meine Ergebnisse der Suche dargestellt werden. Führen wir jetzt einfach mal eine Suche ohne Einschränkung aus. In unserem System gibt es noch nicht so viele Vorgänge. Dann sehen wir, hier gibt es jetzt 6 Kundenaufträge mit der Nummer 1 bis 6. Und es gibt so eine erste Übersichtsinformation dazu, um was sich denn da handelt. Man sieht zum Beispiel hier, da gibt es einen Auftraggeber. Ja, es gibt irgendwie eine Referenz. Es gibt ein Datum, einen Status, einen Nettowert und so weiter. Wir befinden uns hier
in einer transaktionalen App. Das heißt, ich kann hier bestimmte Vorgänge, Verarbeitungen durchführen. Ich könnte eben mir zum Beispiel diesen Kundenauftrag anwählen und jetzt alle Positionen absagen oder eine Liefersperre setzen oder weitere Funktionalitäten hier durchführen. Das ist das Eigenschaft von einer transaktionalen App. Ich kann eben eine Transaktion, ja, einen Prozessschritt zum Beispiel durchführen. Das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht, weil ich Ihnen mit diesem Kundenauftrag später noch weitere Dinge zeigen will. Deshalb lassen wir den jetzt einfach mal in Ruhe stehen. Ich habe gesagt, es gibt diese transaktionalen Apps. Das ist eine, die wir hier gesehen haben. Und es gibt diese Factsheets, die Informationen darstellen. Von hier aus kommen wir zu einem Factsheet, in dem ich einfach an dieser Stelle jetzt auf die Nummer des Kundenauftrags klicke. Dann geht so ein Kontextmenü auf. Wenn ich darauf klicke, lande ich jetzt in einer anderen Anwendung. Das ist die Factsheet-Anwendung zum Kundenauftrag. Hier bekomme ich jetzt Detailinformationen zum Kundenauftrag. Ja, hier sehe ich zum Beispiel, wer ist der Auftraggeber. Ich sehe, welche Positionen es gibt. Es gibt hier nur eine Position. Da geht es um eine bestimmte Menge von einem bestimmten Material. Ich sehe, welche Geschäftspartner in diesem Kundenauftrag involviert sind. Ja, hier ist der Auftraggeber, Rechnungsempfänger und Warenempfänger immer der gleiche, immer The Bike Zone. Und ich sehe auch den aktuellen Stand des Prozesses. Der wird mir hier so grafisch dargestellt. An dieser Stelle kann ich eben erkennen, wie weit der Prozess schon gediehen ist. Hier sieht man jetzt auch, es gibt hier ein Problem mit diesem Auftrag. Fachlich gucken wir uns das nicht an, den werden wir gleich nochmal wiedersehen. Also jetzt haben Sie gesehen, wir sind von einer transaktionalen zu einer Factsheet-App navigiert. Und üblicherweise in diesen Factsheet-Apps gibt es hier auch so einen Link, verwandte Apps. Und von hier kann ich jetzt dahin navigieren, was ich als nächstes tun will. Ich könnte mir den Belegfluss anzeigen. Ja. Ich könnte den Kundenauftrag ändern, ja, andere Vorgehensweise durchführen. Ich könnte mir die Liefertreue anschauen und so weiter. Ganz typisch für diese Factsheet-Apps. Es gibt eben diese verwandte Apps, mit denen Sie navigieren können, um etwas zu tun. Gehen wir noch einmal zurück. An dieser Stelle möchte ich Ihnen nämlich noch etwas zeigen. Was wir bisher gemacht haben, ich habe Ihnen Fiori native Applikationen gezeigt. In SAP S/4HANA gibt es sehr viele dieser Fiori Applikationen, dieser neuen Anwendungen, die mit einem neuen Programmiermodell, mit einem neuen Layout ausgestattet sind und die sich sehr modern anfühlen. An der einen oder anderen Stelle werden Sie aber feststellen, dass Sie auf eine App stoßen, die etwas anders aussieht. Das ist zum Beispiel hier diese App Kundenauftrag anlegen. Wenn wir dahin navigieren, dann stellen Sie schon fest, die ist vom Layout zwar ähnlich, ich gebe hier jetzt mal einen Wert ein, aber irgendwie sieht das doch anders aus. Ja, und das hier, was Sie hier sehen, ist keine native Fiori-Applikation, sondern das ist eine klassische SAP-Transaktion, die jetzt in dem Fiori-Launchpad dargestellt wird. Diesen Unterschied, der muss Sie eigentlich gar nicht betreffen in Ihrer täglichen Arbeit mit dem System, aber Sie werden immer mal wieder merken, dass nicht alle Prozesse komplett mit neuen Fiori-Anwendungen durchzuführen sind. Dann gibt es eben diese klassischen GUI-Applikationen, ja, die dann einfach in dem Fiori Launchpad dargestellt werden. Was Sie feststellen werden, es gibt eben ein paar Features nicht, die Sie in den Fiori-Apps haben. Aber das nur als kleine Seitenbemerkung, gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass wenn ich auf hier zum Beispiel den Kundenauftrag klick. Es gibt es aber auch in sehr vielen der transaktionalen Apps, es hier einen Bereich gibt, da steht weitere Links. Wenn man da drauf klickt, erweitert sich das Kontextmenü und ich kann jetzt zusätzliche Links in dieses Kontextmenü legen, um einfach Funktionen, die ich häufig benötige, direkt im Zugriff zu haben. Zum Beispiel könnte ich mir diese Kundendetails nachverfolgen, die werden wir recht häufig verwenden, hier anlegen. Oder den Belegfluss. Und wenn ich das mache, ändert sich mein Kontextmenü. Ich kann jetzt nicht mehr nur direkt auf diese Factsheet-App navigieren, sondern ich kann auch auf die Sicht Kundenauftragsdetails nachverfolgen navigieren. Also ich habe die Möglichkeit, von hier direkt weiter zu einer anderen Funktionalität zu kommen. Ein schönes Feature dieses Prozessablaufes, den es in sehr vielen Belegen gibt, möchte ich Ihnen auch noch zeigen.
Und eine schöne Eigenschaft, die dieser Prozessablauf hat, ist, dass ich hier zu den jeweils dargestellten Belegen oder Objekten direkt navigieren kann. Wenn ich hier auf den Beleg klicke, habe ich die Möglichkeit, direkt zu der entsprechenden Factsheet-App zu navigieren. Und hier bin ich jetzt eben in der Auslieferung. Und genauso kann ich jetzt von hier auch wieder zurück zu meinem Kundenauftrag gelangen. Wenn Sie aufgepasst haben, haben Sie gesehen, dass es jetzt auch hier wieder die Möglichkeit gibt, über weitere Links zusätzliche Navigationsziele einzufügen. Ja, ich habe jetzt hier Auslieferung verwalten und Belegflussanzeigen ausgewählt und ich könnte jetzt zum Beispiel auf den Belegfluss klicken und lande dann in der Darstellung des Belegflusses. Was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben zum einen eine transaktionale App gesehen, wir haben eine Factsheet-App gesehen. Jetzt fehlen noch die analytische App. Als analytische App habe ich mir hier in diesem Bereich die Erfüllung von Kundenaufträgen, Problemanalyse ausgewählt. Die öffnen wir jetzt mal. Ja, und Sie sehen, das ist ein bisschen ein anderes Layout. Es gibt hier jetzt keine Möglichkeit, irgendwie selbst zu suchen, sondern diese analytische App, die führt halt gewisse Analysen aus und stellt sie mir dar. Die Analysen, die hier jetzt durchgeführt werden, sind Probleme mit Kundenaufträgen. Ja, man sieht, in dem System ist noch nicht viel passiert. Es gibt genau einen Kundenauftrag, der ein Problem hat. Ja, ich kann jetzt da draufklicken und kann dann auch weiter analysieren. Was ist die Ursache des Problems? Ja, in diesem Fall ist jetzt der Grund, dass dieser Kundenauftrag heute zur Lieferung fällig ist. Und ich könnte jetzt an dieser Stelle auch die notwendige Lieferung anlegen. Das machen wir auch einfach mal. Das System tut jetzt eben im Hintergrund was. Und wenn wir jetzt wieder zurück navigieren, dann sehen wir nach einem Auffrischen, ja, dass dieser Auftrag jetzt ein anderes Problem hat. Ja, die Lieferung ist jetzt erfolgt. Wir sind jetzt im Status Versandproblem. Müssen wir uns fachlich nicht genau angucken, um was es da geht. Einfach das als Hinweis. Es gibt analytische Apps, die bestimmte Vorgänge analysieren, ja, Prozesse analysieren und mir dann als Anwender das Ergebnis der Analyse in unterschiedlicher Form darstellen. Das kann so eine Tabelle sein, das kann eine Grafik sein. Das ist sehr flexibel, je nach Anwendungsfall. Und was Sie auch gesehen haben, dieser Übergang von einer analytischen App zu einer transaktionalen App, der ist fließend. Ja, ich habe hier aus der analytischen App einen Vorgang ausgewählt und konnte dann irgendwas tun. Ja, ich konnte dann ein Lieferproblem beheben. Ja, ich habe sozusagen eine transaktionale Funktion ausgeführt, einen Prozessschritt durchgeführt und damit sind wir jetzt in unserem Prozess einen Schritt weitergekommen. Die letzte Art von App, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, das ist eine Overview-Page. Eine Overview-Page habe ich mir hier in meinem Bereich Demo Fiori Launchpad abgelegt. Hier gibt es die Übersicht für den Vertriebsmanager. Und jetzt sehen Sie, das ist wieder ein anderes Art von Layout. Hier bekomme ich jetzt eine Übersicht, die eben für einen Vertriebsmanager aggregiert Daten darstellt. Zum Beispiel, was ist der Kundenauftragseingang? Ja, wo gibt's Probleme vielleicht mit Kundenaufträgen und weitere Informationen? In unserem System, das wir für die Vorlesung verwenden, ist hier noch relativ wenig passiert, deshalb sieht man hier nichts. Aber das ist so ein Beispiel für so eine typische Overview-Page. Und das Schöne an diesen Overview-Pages ist, ähnlich wie das Fiori Launchpad, kann ich mir die auch schön zurecht customizen, wie ich das will. Ich kann eben zum Beispiel diesen Kundenauftragseingangswert nach rechts ziehen und die überfälligen Aufträge vielleicht nach hier oben. So viel zum Überblick über die verschiedenen Arten von Fiori-Apps. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema, das wir uns angucken, sind die Möglichkeiten zum Personalisieren und Individualisieren der einzelnen Anwendungen. Dazu nehme ich jetzt eine andere App, nämlich die App Geschäftspartner Stammdaten verwalten. Das ist auch wieder so eine transaktionale App. Das kommt Ihnen jetzt schon bekannt vor. Ich habe hier eben einen Bereich mit irgendwelchen Suchparametern. Ich habe so einen Ergebnislistenbereich. Ja. Und ich kann diese App einfach verwenden in dem Standard, indem ich hier auf Start klicke und dann irgendwelche Ergebnisse bekomme. Wenn Sie das tun, sehen Sie hier schon, dass in unserem System
es hier ganz viele Geschäftspartner mit dem gleichen Namen gibt. Der Hintergrund ist einfach der, dass für jeden Studierenden ein eigener Stammdatenbereich definiert ist, sodass jeder Studierende immer Daten hat, die gleich aussehen, ja, und nicht einer der Studierenden die Daten des anderen irgendwie negativ beeinflusst, weil er irgendeine Buchung macht oder sowas. Also deshalb sehen wir hier zum Beispiel diesen Geschäftspartner Olympic Protective Gear 1000 Mal, wenn man genau hinguckt. In einem echten SAP-System, in einem produktiven System wird man das natürlich vermeiden wollen. Da wollen sie tunlichst nur einen Geschäftspartner. Aber das nur als Randbemerkung an dieser Stelle. Was ich Ihnen eigentlich zeigen will, sind die Möglichkeiten dieser Applikation anzupassen. Was wir tun können, wir können zum Beispiel die Ergebnisliste anpassen. Ja. Es gibt hier eine Standardauswahl, aber ich kann mir weitere Daten hinzupacken. Ich kann zum Beispiel den Suchbegriff als weiteren Wert hinzunehmen. Und da sehen Sie jetzt auch, hier unterscheiden sich plötzlich diese Geschäftspartner, ja, sind nämlich unterschiedliche Suchbegriffe hinterlegt. Die Suchbegriffe sind auch genau der Weg, wie Sie als Studierender, der mit dem System arbeitet, den für Sie geeigneten Geschäftspartner findet. Ja, außerdem haben Sie auch die Möglichkeit, die Reihenfolge hier zu ändern. Ja, Sie können sagen, ich würde den Suchbegriff gern ganz am Anfang stehen haben, ja, direkt nach dem Geschäftspartner, und dann kann ich mir das so zu hinklicken und dann wird das entsprechend dargestellt. Sie können aber nicht nur die Ausgabe beeinflussen, Sie können auch die Suchparameter beeinflussen. Ja. Es gibt eine Standardvorgabe, die können wir aber anpassen durch einen Klick auf den Button Filter anpassen. Der Geschäftspartner hat sehr viele Felder, deshalb haben wir hier sogar eine Suche in den Suchparametern. Den Suchparameter, den ich jetzt gerne hätte, ist auch wieder dieser Suchbegriff. Deshalb gebe ich hier einfach mal Such ein. Wir sehen, Name und Vorname sind schon vorhanden in der Auswahl, aber ich würde gerne noch den Suchbegriff 1 hinzufügen. Und wenn Sie jetzt aufgepasst haben, dann haben Sie gesehen, dass hier ein neues Suchfeld, ein neues Auswahlfeld hinzugekommen ist, nämlich der Suchbegriff 1. An dieser Stelle ist es jetzt so, dass wenn ich die Anwendung verlasse und wieder neu starte, dann haben wir wieder das Standardlayout. Unser Suchbegriff 1 und unsere Ergebnisliste sehen wieder so aus, wie sie zuvor waren. Es gibt aber die Möglichkeit, diese Einstellungen zu sichern. Und das tun wir jetzt gleich mal. Ich nehme wieder diesen Suchbegriff hier in der Ergebnisliste hinzu. Ich lasse den aber am Ende. Und nehme den Suchbegriff in der Filterauswahl hinzu. Und was ich jetzt tun kann, ist, dass ich durch einen Klick auf diesen kleinen Pfeil neben Standard meine Konfiguration sichern kann. Ich sichere die jetzt als mein Standard. Und wenn ich das tue, ja, dann habe ich jetzt eben verschiedene Varianten. Es gibt den Standard. Das ist das, was durch die Systemauslieferung gegeben ist. Und es gibt jetzt mein Standard, das, wie ich das System angepasst habe. Hier gibt es eben den Suchbegriff als zusätzliches Suchfeld. Und was ich auch tun kann, ich kann jetzt eben festlegen, dass meine Variante immer ausgeführt wird, wenn ich die Anwendung öffne. Und zum Beispiel auch, dass die Suche nicht einen Klick auf Start erfordert, sondern dass die sofort durchgeführt wird. Das Ganze machen wir jetzt mal. Also, ich habe meinen Standard festgelegt. Und die Suche soll gleich ausgeführt werden. Wenn ich jetzt die Applikation neu starte, passiert auch genau das. Und ich kann nicht nur Suchparameter definieren, sondern ich kann auch Werte fest vergeben. Also ich möchte jetzt alle Geschäftspartner sehen, die den Suchbegriff 000 enthalten. Das sind die meinem User zugeordneten Geschäftspartner. Das sichere ich jetzt nochmal. Sie sehen, die Ergebnisliste hat sich geändert. Ich sehe jetzt eben nur noch einmal Olympic Protective Gear und sehe dafür andere Geschäftspartner, nämlich alle Geschäftspartner, die den Suchbegriff 000 haben. Und wenn ich jetzt die Applikation verlasse und neu starte, passiert genau das, was wir erwarten. Mein Standard wird gezogen, die Suche wird direkt ausgeführt und ich sehe jetzt hier also meine Geschäftspartner.
Das ist so die einfachste Möglichkeit der Personalisierung. Es gibt noch eine weitere, die ich ganz nett finde. Ich würde jetzt gern einen direkten Zugriff haben auf meine Geschäftspartner, für die ich verantwortlich bin im Land Deutschland. Als Suche ist es klar, ich suche nach Deutschland und Suchbegriff 000. Wenn ich diese Suche ausführe, dann werden wir sehen, wir bekommen jetzt nur Geschäftspartner in Deutschland, genau 24 Stück. Und ich könnte mir das jetzt auch wieder als Variante hier speichern. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Ich kann hier auf Teilen klicken und das Ganze als Kachel speichern. Der Kachel gebe ich einen Namen, meine GPs in Deutschland. Da kann ich auch einen Untertitel geben. Nehmen wir den Untertitel. Fiori ist cool. Und speichern das Ganze ab. Wenn ich jetzt zurückgehe auf meine Startseite, dann gibt es jetzt tatsächlich hier eine neue Kachel, nämlich meine Geschäftspartner in Deutschland. Ich bekomme sogar direkt die Information, dass das 24 sind. Und wenn ich die ausführe, lande ich jetzt wieder in dieser Geschäftspartner-Verwalten-Applikation, aber als Ergebnis bekomme ich jetzt genau die Suche, die ich mir hier gespeichert habe. Geschäftspartner in Deutschland mit einem bestimmten Suchen. Worauf ich jetzt nicht weiter eingehen werde, was ich Ihnen nur ganz kurz zeige. Es gibt hier vielfältige Möglichkeiten, diese Suchen weiter zu verfeinern. Ja, man kann nicht nur nach Werten genau suchen, also zum Beispiel Suchbegriff ist gleich 000, sondern ich kann zum Beispiel auch nach allen Geschäftspartnern suchen, zum Beispiel den Text Bike enthalten. Ja. Dafür gibt es diese typische Syntax, Stern, also beliebiger Zeichenkette, gefolgt von Bike, gefolgt von einer beliebigen Zeichenkette. Und dann finden wir eben diese Geschäftspartner hier. Und das funktioniert üblicherweise in allen Suchfeldern. Ein Feature, das auch sehr viele der Fiori-Apps beinhalten, ist dieses generische Suchfeld. Bisher habe ich immer nach einem spezifischen Wert gesucht. Es gibt hier aber auch dieses allgemeines Suchfeld. Und das kann ich verwenden, um quer über alle Felder hinweg zu suchen. Ja, ich kann hier einfach Bike eingeben, dann bekomme ich Geschäftspartner, die irgendwie Bike enthalten. Ich kann eine bestimmte Zahl eingeben, hören wir mal die 750. Ja, dann bekomme ich Geschäftspartner, die in diesem Fall jetzt die 750 in ihrer Geschäftspartnernummer enthalten. Oder vielleicht auch hier als Postleitzahl. Also ich habe, oder als Suchbegriff, ja, also ich habe quer über die Felder der Geschäftsobjekte, in diesem Fall der Geschäftspartner, eine Möglichkeit zu suchen. Auch diese Möglichkeit bieten quasi alle Fiori-Apps. Also Sie müssen nicht wissen, in welchem Feld ein bestimmter Wert steht, sondern Sie können auch einfach generisch suchen und sagen, ich hätte hier eben gern alles, was irgendwie Bike enthält. Und damit kommen wir zum letzten Feature, das ich Ihnen noch zeigen möchte im Hinblick auf die Bedienung von Fiori-Apps. Und dazu schränke ich nochmal die Suche ein. Ja, angenommen, ich hätte jetzt gern wieder meine neu angelegte Suchvariante. Also wir suchen mit dem Suchbegriff 000 alle Geschäftspartner in Deutschland und außerdem sollen die noch den Begriff Bike enthalten. Führen wir die Suche mal aus. Ja, da bekommt jetzt eine gewisse Anzahl zurück, 6 Stück in diesem Fall. Was Sie jetzt damit machen können, wir können das nicht nur zum Beispiel als Kachel speichern, sondern wir könnten uns das auch als E-Mail versenden. Wenn ich das tue, ja, wird hier direkt ein Link zum Geschäftspartner erzeugt, den ich per E-Mail verschicken kann. Das ist so eine längliche URL. Ich kopiere mir die jetzt einfach mal. Und was wir damit tun können, ich kann mir einen neuen Tab aufmachen. Ich kopiere da diesen Link rein und öffne ihn. Und jetzt landen wir an genau der gleichen Stelle im Fiori Launchpad, das ich gerade offen hatte. Ja? Genau die gleiche Suche mit genau der gleichen Ergebnisliste. Und das funktioniert nicht nur in Suchen, sondern das funktioniert auch, wenn ich mir jetzt eben ein Objekt, einen Geschäftspartner anschaue. Auch da gibt es diese Möglichkeit, dieses Objekt zu teilen. Ja?
ob das ein Geschäftspartner ist oder ein Bewegungsdatum, zum Beispiel eine Bestellung, ist ganz egal. Ich habe immer die Möglichkeit, die Stelle, an der ich mich gerade befinde, entweder als Kachel zu speichern oder per E-Mail zu versenden. Das ist für Sie, die bei mir die Vorlesung machen, super hilfreich, weil wenn Sie ein Problem haben, ja, an einer bestimmten Stelle hängen bleiben, können Sie einfach den Link mir zusenden oder im Forum posten und ich kann dann genau gucken, wo Sie sich befinden und wir können direkt darüber reden, was die Ursache des Problems ist. Damit soll es jetzt erstmal genug sein für das Handling von Fiori-Anwendungen. Ich denke, im Laufe des Semesters werden Sie das noch sehr gut lernen. Es gibt jetzt noch zwei Dinge, die ich Ihnen heute zeigen möchte, die die Arbeit mit S/4HANA betreffen. Dabei geht es jetzt nicht mehr so sehr um die Fiori-App, sondern es geht um zwei Funktionalitäten. Die erste Funktionalität, die wir uns angucken, ist die Enterprise Search, eine übergreifende Suche über das S/4HANA-System. Und das zweite Thema sind die sogenannten Drafts, also Entwürfe. Da werden Sie sehen, Sie können Objekte unfertig speichern. Das schauen wir uns als zweites an. Also zuerst Enterprise Search. Was ist die Enterprise Search? Die Enterprise Search verbirgt sich genau hinter diesem Suchknopf hier. Ja. Hier kann ich jetzt nach beliebigen Dingen suchen. Ich suche jetzt einfach erstmal nach Geschäftspartner. Ich schreibe das auch nicht aus, sondern schreibe nur Geschäftspaar. Sie sehen, ich bekomme hier Vorschläge für mögliche Apps. Wenn ich jetzt Enter drücke, wird sich die Ansicht wechseln und wir sehen hier jetzt, ich bekomme einen Bereich, in dem ich alle Apps sehe, die irgendwie Geschäftspartner enthalten. Aber ich bekomme auch eine ganze Reihe weiterer Ergebnisse, die irgendwie diesen String enthalten. Ja? Und das sind sogar sehr viele in diesem Fall. Es wurden hier Sachkonten gefunden, ja? Die den String Geschäftspartner ja oder Geschäftsaus, also so ähnlich wie Geschäftspartner sind. Was man also tun kann, ich kann quer über alle Objekte in dem SAP S/4HANA-System suchen, mit beliebigen Begriffen. Suchen wir noch nach was anderem, suchen wir mal nach Bike, ja, und Sie sehen, wir bekommen nicht nur Ergebnisse, Applikationen, sondern wir bekommen Buchhaltungsbelege, Produktionsarbeitspläne und so weiter. Und wir können diesen Filter auch aufklappen und dann sehen wir, was hier alles gefunden wurde. Da wurden zum Beispiel 3000 Lieferanten gefunden, die den Begriff Bike enthalten. Ja? Und diese Ergebnisse können wir jetzt weiter filtern, um das zu finden, was wir gerne hätten. Außerdem, wenn wir hier so ein Objekt gefunden haben, dann haben wir die Möglichkeit, von hier aus weiter zu navigieren zu den Anwendungen, um zum Beispiel für den Kunden eine Eingangsrechnung anzulegen oder Details zu dem Lieferanten anzuzeigen. Also die Enterprise Search, ein sehr mächtiges Feature im Vergleich zu der Vergangenheit, wo man in einem SAP-System sehr stark mit Transaktionscodes gearbeitet hat, können Sie jetzt mit dieser Enterprise Search einfach sich überlegen, was suchen Sie, den entsprechenden Begriff eingeben und Sie werden das Objekt finden. Also Sie werden im weiteren Verlauf auch sehen, dass ich diese Enterprise Search sehr häufig verwenden werde. Ja. Ich werde ganz häufig nach irgendeinem Begriff suchen und dann über die Enterprise Search einfach dahin navigieren, wo ich hin möchte. Und das machen wir auch jetzt für den letzten Punkt, den ich Ihnen zeigen will. Das ist nämlich das Handling von Entwürfen von Draft-Objekten. Und das Ganze machen wir mit Bestellanforderungen. Deshalb suche ich jetzt einfach mal nach Bestellanforderung. Ja, als Ergebnis finden wir hier jetzt nur Apps. Es gibt noch keine weiteren Bestellanforderungen. Die App, die ich suche, nennt sich Bestellanforderungen verwalten professionell. Hier ist sie. Und wenn ich hier auf Start klicke, dann, wie Sie das kennen, bekommen wir eine Reihe von Bestellanforderungen. Ich möchte jetzt aber eine Bestellanforderung anlegen. Was sich dahinter verbirgt, fachlich, ist an dieser Stelle wieder egal. Es geht einfach darum, dieses Entwurfsbehandlung von Entwurfsobjekten zu sehen. Um diese Bestellanforderung anzulegen, gebe ich dir erstmal einen Namen, dass wir sie identifizieren können. Das ist Demo-Entwurf. Das soll eine normale Bestellanforderung sein. Ich möchte hier noch eine Position hinzufügen für ein Material. Und das Material, das ich verwende, das ist dieser Bolt 1000. Ja, das ist eine Schraube, die Global Bike verwendet. Und ich gebe jetzt explizit keine weiteren Daten an. Sie sehen, es gibt hier Fehlermeldungen.
Eine der Fehlermeldungen ist, dass ich keine Menge angegeben habe. Ja? Es gibt außerdem eine Warnung, dass ich kein Lieferdatum angegeben habe. Ich klicke trotzdem auf Übernehmen und bekomme auch kurz den Hinweis, dass ein Entwurf gespeichert wurde. Und jetzt kann ich etwas tun, was in der Vergangenheit in einem SAP-System nie ging. Ich kann das Anwendung verlassen. Wir suchen uns die Anwendung wieder. Das ist die Stelle. Anforderungen verwalten professionell. Und zwar finden wir die hier. Und wenn wir jetzt suchen, dann sehen wir hier, dass es ein Objekt gibt, das es als Entwurf gekennzeichnet ist. Das ist jetzt die Daten zu der Bestellanforderung, die ich bis jetzt gespeichert habe, aber das ist noch kein komplett angelegte Bestellanforderung. Die hat noch Fehler. Ich konnte die sozusagen temporär speichern, zum Beispiel, um sie an einen Mitarbeiter zu schicken, der noch weitere Daten füllen kann. Und erst wenn diese Bestellanforderung fehlerfrei ist, dann wird sie auch wirklich gespeichert und kann eben in einem Prozess weiterverarbeitet werden. Durch diese Entwürfe habe ich aber genau die Möglichkeit, einen Bearbeitungsstand zwischenzuspeichern, ohne dass er schon vollkommen bis zum Ende bearbeitet ist. Und genau das tun wir jetzt nochmal. Wir öffnen uns diesen Entwurf. Ja, wir sehen, hier gibt es noch einen Fehler. Von diesen Schrauben wollen wir 100 Stück bestellen. Jetzt gibt es nur noch eine Warnung. Da geht es meines Wissens um das Lieferdatum. Ja. Kann das Lieferdatum eingehalten werden? Gehen wir mal davon aus, dass das klappen wird. Und jetzt klicken wir auf Anlegen. Und jetzt ist diese Bestellanforderung angelegt. Gehen wir einmal noch zurück und führen die Suche nochmal aus. Jetzt sehen Sie hier, unser Entwurf-Demo ist kein Entwurf mehr, sondern ist jetzt eine echte Bestellanforderung, die jetzt eben im Prozess weiterverarbeitet werden kann. So viel erstmal zur Navigation im Fiori Launchpad. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.